Ja, wir wollen jetzt Tangens x ableiten. Wie ist denn Tangens x definiert? Wie ist denn Tangens x definiert? Niveau Klasse 9, da gab es mehrere Ansätze. Wie war der Tangens definiert? Tangens? Gegen kathetische Angle. Das ist mal das Erste. Ja, also schreiben wir einfach mal kurz da hinten hin. Tangens x ist gegen Kathete durch Ankathete. Aber es geht um Sinus und Cosinus, wo wir die Ableitung kennen. Wie ist denn Tangens definiert bezogen auf Sinus und Cosinus? Wenn wir es nicht wissen, müssen wir es schon herleiten. Wie bitte? Sinus durch Cosinus. Jawohl. Also ist Tangens x Sinus x durch Cosinus x. Ja, und genau das werden wir bei der Ableitung von Tangens x mal ansetzen. Das heißt, wenn wir Tangens x ableiten wollen, dann ist die Gefahr gesucht, die Ableitung von Sinus x durch Cosinus x. Wie leiten wir das ab? Natürlich. Oder gibt die Möglichkeit, das mit der Quotientenregel zu machen. Oder, wenn wir die noch nicht haben, mit der Produktregel, also geschrieben als Sinus x mal Cosinus hoch minus 1 und dann die Anwendung mit der Kettenregel. Aber wir haben die Quotientenregel, deswegen machen wir das so. Also das Sinus x durch Cosinus x abgeleitet. Wie lautete denn die Quotientenregel nochmal, die wir auswendig gelernt haben? Strich V minus U. Jawohl. Und? Ja, warte. Nein, nein, also U durch V Strich gleich. Ah ja, U Strich V minus U V Strich. Und wir erinnern uns dran, im Abitur müssen wir da immer ein von x hinschreiben. Das heißt, wir dürfen das abgekürzt jetzt so hinschreiben, damit wir auch wissen, was wir tun. Aber es gibt tatsächlich Zweitkorrektoren, die sowas hier abziehen. So, also setzen wir das doch gleich mal an. Müssen wir uns überlegen, ja, was ist denn Sinus x abgeleitet? So, Cosinus x abgeleitet, also U ist, V ist, was ist U in dem Fall? U ist? Sinus. Jawohl, Sinus x. Was ist U Strich? Cosinus. Jawohl. V ist? Cosinus. Was war die Ableitung von Cosinus? Minus. Sehr gut. Also jetzt können wir Quotientenregel anwenden. U Strich. V. Minus. Ja, minus Sinus x. Minus Sinus x. Jawohl, sehr gut. Durch V Quadrat. Sehr gut. Und die Eingefleischten wissen, dass Minus Minus hier zum Plus wird. Das heißt, ich kann hier schreiben Cosinus x mal Cosinus x plus Sinus x mal Sinus x. Und jetzt darf man einen Fehler nicht machen, der eigentlich so ein bisschen auf der Hand liegt. Hier steht ja Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat. Was ist Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat? Haben wir gemacht? 1. Ja, und die Formel, die müssen wir hier vergessen. Wenn wir die an der Stelle nicht vergessen, sondern anwenden, kriegen wir gar nichts raus. Ich mache jetzt was völlig anderes, den Trick muss man halt wissen. Ich schreibe das jetzt, wir wissen ja, ich habe hier einen Bruch, der heißt irgendwie a plus b durch c. Den kann ich auseinanderschreiben zu zwei Brüchen. Wie schreibe ich das auseinander? A durch c plus b. Sehr gut. Und das heißt, da steht jetzt dran, Cosinus x mal Cosinus x, also das schreibt man auch als Cosinus Quadrat x, durch Cosinus x zum Quadrat schreibt man auch als Cosinus Quadrat x, plus Sinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x. So, was ist das erste hier? 1. Gut, das ist 1. Und jetzt muss man sich überlegen, ich fasse das hier mal mit einem Potenzgesetz zusammen. Das Potenzgesetz, das ich verwende, ist a² durch b² gleich. Was ist a² durch b²? A durch b². Sehr gut. Ich nenne das immer das zweite Potenzgesetz. Jetzt fassen wir das so zusammen. Was kommt denn da raus? Sinus durch Cosinus. Jawohl. Hoch 2. Was ist Sinus x durch Cosinus x? Also ist die Ableitung von Tangens x gleich 1 plus Tangens Quadrat x. Das ist die erste Formel, die wir brauchen für die Berechnung. Und wie gesagt, ich darf hier eben diese 1 nicht zusammenfassen, sondern muss diesen Trick anwenden. Da wird sich dann noch zeigen, warum.
Ja, jetzt ist die Frage, was ist die Ableitung von Arcus Tangens X? So, und die Ableitung von Umkehrfunktionen, die wir nicht kennen, wie zum Beispiel Logarithmus oder auch Wurzel, haben wir ja implizit gemacht. Das heißt, wir schreiben hin y gleich Arcus Tangens X und das führen wir jetzt über in eine implizite Form. Wie geht das? Wie mache ich y gleich Arcus Tangens X implizit? Also das heißt, es ist die Umkehrfunktion von Tangens. Wie macht man das? Keine Ahnung mehr. Denken wir nochmal kurz drüber nach. Beim Logarithmus haben wir das so gemacht. Beim Logarithmus, was haben wir da? Wie haben wir das rübergebracht beim Logarithmus? Also gehen wir noch eine Stufe zurück. Wir haben angefangen mit der Wurzel. Y gleich Wurzel x. Wie haben wir die Wurzel x rübergebracht? Fertig. Gut, also wir haben die Umkehrfunktion der Wurzelfunktion gemacht und so rübergebracht. So, jetzt gehen wir zu y gleich ln x. Wie haben wir den ln x darüber gebracht? Haben wir gemacht. Also hier haben wir quadriert. Wie Gegenteil von ln machen? Gegenteil von logarithmieren? Was ist Gegenteil von logarithmieren? Umkehrfunktion. Warum haben wir logarithmiert überhaupt? Das ist die Umkehrfunktion vom Exponieren. Also, wie kriegen wir es rüber? Wir kriegen es rüber, dann machen wir e hoch. Also e hoch y gleich e hoch ln x. Was ist e hoch ln x? Was ist e hoch ln x? X. So ist es. So, das heißt, so funktioniert. Das heißt, wir haben so eine Umkehrfunktion und die Umkehrfunktion erzeugt quasi die Funktion auf der linken Seite. Machen wir nochmal ein Beispiel. Y gleich dritte Wurzel x. Wie kriegen wir die dritte Wurzel rüber? Hoch 3. Also steht da y hoch 3 gleich x. So, und jetzt steht dran y gleich Arcus Tangens x. Wie kriegen wir das also rüber? Was steht jetzt links und was steht rechts? Schauen wir an, was steht auf der rechten Seite? Das ist einfacher. Das sind diese hier. Was steht hier immer auf der rechten Seite? X. Und was steht auf der linken Seite? Die Funktion, also. Was muss dann da stehen? Gegenteil von Arcus Tangens ist? Versuchen. Tangens. So, und so steht es auch. Aber Tangens von? Von Y. Natürlich. So, das ist die implizite Form, das ist die explizite Form. So, was machen wir jetzt mit dieser Gleichung? Tangens y gleich x? Y vereinfachen. Nicht ganz, wenn ich da y vereinfache, kriege ich wieder das raus. Wir wollen es ja ableiten. Also wir leiten das hier ab. So, jetzt leiten wir das ab. Was ist denn Tangens y gleich x abgeleitet? Was ist die Ableitung von x? Die Ableitung von x? Gleich. Was ist die Ableitung von Tangens y? Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Was war denn die Ableitung von Tangens x? Was war die Ableitung von Tangens x? Haben wir vorhin gemacht? 1 plus Tangens x. Sehr gut. So, was ist also die Ableitung von Tangens y? Was ist die Ableitung von Tangens y? 1 plus Tangens Quadrat y. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil, wie haben wir abgeleitet? Wir haben nach welcher Variable haben wir abgeleitet? Nach x. Was ist also die Ableitung von Tangens y, Kettenregel? Was ist die innere Funktion von Tangens y? Y. Und was müssen wir machen? Kettenregel, wir erinnern uns, die Kettenregel war ja f von, ich schreibe es jetzt, y von x gleich Kettenregel, nicht mehr g, ich habe y geschrieben, Kettenregel. Wie ging das? Kettenregel, wie ging das? F' mal y'. Ja, natürlich. So, was fehlt uns hier noch? Das hier ist unser F', was fehlt uns? Y'. Das ist das, das ist dieses implizite Differenzieren, da müssen wir mit der inneren Ableitung multiplizieren. Jetzt wollen wir wissen, die Ableitung von Arcus Tangens x, was müssen wir also hier machen mit dem Ding hier?
Was will man mit dem machen, wenn wir die Ableitung wissen wollen? Nach? Dem Auflösen. So ist es. Wie sieht denn die Auflösung aus nach dem? Ja, 1 durch 1 durch 1 plus 1 plus 1. Was machen wir jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt wissen wir, die Ableitung ist aber 1 durch 1 plus Tangens Quadrat y. Wir wollen ja aber x haben. Was machen wir also? Das haben wir genannt, eine Rücksubstitution. Wir setzen für das y wieder x an. Und was war y? Also was muss dann da stehen? 1 durch 1 plus Tangens von zum Quadrat. Tangens von? Von? Tangens von? Y ist? Von Und was war Tangens von Arcus Tangens x? X. Umkehrfunktion? Funktion? Das heißt, es kommt x raus, das ist also 1 durch 1 plus x Quadrat. So, stopp! Da müssen wir uns kurz drüber unterhalten. Das heißt, 1 durch 1 plus x Quadrat ist die Ableitung von Arcus Tangens x. So, was stellen wir fest? Es handelt sich hier um eine Funktion, Polynom durch Polynom. Und die wird wenn ich da was ableite, ist es was völlig anderes. Es ist wie beim Logarithmus. Wir erinnern uns, Logarithmus abgeleitet war 1 durch x. Arcus Tangens abgeleitet ist 1 durch 1 plus x². Ja, das sind völlig unterschiedliche Funktionsklassen, die da plötzlich ineinander übergehen. Es ist meiner Ansicht nach extrem erstaunlich. Und diese Formel hier, die Formel ist zentral, allerdings nicht für das Abitur, sondern zentral für Studium. Ich weise da auf einen Begriff hin, der heißt Partialbruchzerlegung. Und in der Partialbruchzerlegung wird diese Formel ständig angewendet. Ja? Also Partialbruchzerlegung ist eigentlich der falsche Begriff. Das muss heißen Integration durch Partialbruchzerlegung. Aber ja, diese Formel ist wichtig und sie ist extrem erstaunlich. Also das gehört mit dieser Formel zu den großartigsten Formeln, die man ableitungstechnisch an der Schule beweist.